So, ich habe jetzt einfach mal die Aufnahme hier auf YouTube gestartet. Also, YouTube-Gemeinde, herzlich willkommen zu Far Cry Newton. Aua, Junge. Happy Birthday. Ja, in die eigenen Reihen, weißt du, da sind immer die Verräter drin. Das ist immer ganz gefährlich. Gut, also in der letzten Folge haben wir ja dieses gute Versteck dreimal hintereinander erlöst von seinem Leid. Ja, das stimmt. Und aus diesem Grund wollen wir, dass diese Folge natürlich ein viertes Mal machen. Patrick schon so. Na. Was geht denn bei dir? Junge, ich treffe wenigstens so. Du triffst noch nicht mal richtig. Ich habe den Headshot. Ja, weil ich weiß, was das Problem war. Ich hatte Atmung anhalten und in dem Moment, als ich dann schießen wollte, weil du ja die ganze Zeit wie so ein komischer Vogel da rum dich bewegst. Mach ich gar nicht. Mach ich gar nicht. Junge, so richtig assi noch durch das Ding da durch. Also, schon wieder voll erwischt, Alter. Du hast bei mir die ganze Zeit kein Leben, weil ich dich so schotte. Ja, schotte dich auch gleich. Komm, lass uns jetzt mal gehen hier. Komm. Ja, stimmt. Wir gehen jetzt zum Preppen. Also der Plan ist hier Prepper-Versteck und dann ja. Hauptmission. Warte mal. Was denn? Du willst mich jetzt... machen. Nein, nein. Okay, let's go. Ich wusste, dass du Drecksack, Alter. Nein, ich hätte dich ja getroffen, wenn ich wollen würde, aber ich habe dich extra nicht getroffen. Ich bin gesprungen. Ich bin weggesprungen. Alter, denkst du, ich treffe dich nicht, weil du, nur weil du wegspringst, oder was? Achte. Ich sag ja, Freunde, ich auch getroffen. Weil alle sehen, wer der Verräter von den beiden hier ist, ja? Habe ich dich ein einziges Mal getötet? Nein, ich habe dich nur immer schwer verletzt. Ja, von hinten. Du schießt mir in den Rücken, du feige Sau. Ja, komm, ich gebe dir ein Erste-Hilfe-Set. Hier, komm. Warte, wo bist du? Da. Bitteschön. Und Munition hast du. Und sogar LMG-Munition, Alter. Assis. Junge, die muss ich mir hier jetzt erstmal wiederholen. Junge. Du hast wieder einen Unschuldigen getötet. Ja, da helfe ich dir nicht. Ja, da helfe ich dir. Alter, gleich werden wir hier wie bei Assassin's Creed desynchronisiert, Alter. Du tötest nur Unschuldige. Was ist los mit dir? Ja, ich wollte hier. Ach nee, das ist ein Bogen. Ja, jetzt die haben mich Bogen angegriffen. Was soll ich machen? So. Jetzt bist du down. Hast du mich getötet? Nein, das Spiel hat dich getötet. Junge, weil du das. Alter. Es steht, das wird nicht toleriert, dass du Zivilisten tötest. Jetzt geht die Ehepaarnummer zwischen den Zweien los, Alter. Ah. Was für ein Ehepaar. Junge, Junge, ich hoffe, du kommst nochmal wieder. Nee, hier steht 40 Minuten bis zum nächsten Respawn. Ja, das glaube ich wohl eher nicht. Partner ist gespawnt. Ich habe nur noch zwei Muni. Läuft. Das sind Feinde. Die darfst du töten. Die darfst du töten. Okay, let's go. Ah, das ist ja geht auf einmal. So, ein bisschen Muni könnt ihr mir geben, ihr Lackaffen. Haben die sich denn hier angeguckt? Alter, was geht ab? So, jetzt aber. Hä? Ah, Junge. Hä? Der Rucksack ist weg. Nein, ist er nicht. Wo ist er denn? Oh. Wo ist er denn? Ja, hier unten bei mir. Echt jetzt? Ja. Alter, wo ist der denn hingeflogen? Aber ich hab ihn jetzt gerade... Hä? Jetzt ist er weg. Nee. Okay. Ist er noch da? Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Okay. Der ist extrem schnell weg gewesen. Ach, Diana, hör mal. Das ist doch nicht wie ein altes Ehepaar. Das ist mehr so... Ich weiß nicht. Kann ich nicht erklären. Was geht der hier Hund, ab? Du musst den Hund noch töten. Nur den Hund, ja. Nur den Hund. Boah. Alter, der schießt mich einfach an. Die Feier. Oh nein, ist trotzdem tot. Ja. Glück gelaufen. Der Alten konnte man auch nicht mehr helfen. Ne, glaube ich auch. Was willst du hier mit deinem Bogen? Pass ja auf, den du zielst, Kumpel. Ich habe einen tollwütigen Freund. Junge, ich habe keine Schrotzenmuni mehr. Oh Junge, jetzt ist hier Löwen. Berg, Löwe, wollte ich schon sagen. Bergaffe. Jo, tschüss. Ich höre hier schon wieder Feinde, ne? Nein. Es war ein Freund. Nein, da unten ist ein Feind, der jetzt gerade die Leichen ausraubt. Ja, dann töte ihn. Hier, wo ich bin, hier sind Freunde. Oh, ein Asker macht sich aus dem Staub. Ist das der? Ja. Oh, ein Asker.
Och Junge, wie soll ich den denn treffen? Fahr gegen Baum, du Hund. Fogge. Fogge gegen den Baum. Fogge. Fogge gegen Baum, Alter. Nee, der ist zu weit weg. Scheiß Pisser, Alter. Nee, kriegst du nicht. Der ist viel zu weit weg. Nee. Aber hier ist noch eine Kiste. Gewehrmunition, das ist mindestens etwas. Ich habe Schwarzpulver, Gewehrmunition, Kupfer. Oh, da war eine Schlange, habe ich gehört, wo dass ich weggelaufen bin. So, komm, dann lass mal hingehen. 200 Meter. Okay, let's go. So. Ist vielleicht die, ist der Sound ein bisschen zu laut von dem Game? Du bist zu laut. Bei mir zumindest, aber das ist egal. Ich regel das runter. Ja, mach das. Oh. Da hast du dich jetzt vor dem Rind erschrocken, oder was? Ja, ein bisschen. Stand auf einmal vor mir, das Scheißviech. Und wir müssen hier wieder 6 Sachen finden. Ah, nix erwischt hier. 6. 6? Ja. Oh. Wieso? Hat dein Maul da. Ich hab halt keine Nahkampfwaffe mehr. Ach doch. Oh. Okay, let's go. Ist hier noch jemand? Nee, das ist der Bunker. Ich muss ja eben die Schatzsuche annehmen. Warte mal. Ich gehe schon mal in den Bunker, bevor ich hier verbrenne. Okay, Highwayman Läuse. Ihr wollt unbedingt in diesen Bunker einbrechen. Versucht es doch. Der Bunker ist unter dem Schuppen. Die Tür ist gleich unten an der Leiter, hinter dem Fisch. Also los, kommt rein, traut euch doch. Als ob man das gar nicht hört. Das ist wieder sowas mit den Fischen, ne? Mhm. Oh Junge, Alter, wie assi ist das denn? Hier oben ist aber auch ein Safe noch, also eigentlich wärst du hier oben besser aufgehoben. Sag mir mal die Fischkombination. Dann kann ich schon mal den Bunker aufmachen. Als ob ihr gar nichts von dem Sound hört. Ich kann ihn auch gerne etwas lauter machen. Nur bei mir ist er schon laut, so ist es nicht. Ach, hier brennt ja alles, Alter. Ist ja echt mega leise. Muss erstmal hier klarkommen, hier ist überall Feuer. Warte mal. Einmal kurz bitte leise sein. Sag mal nochmal was. Ich jetzt oder was? Ja. Und jetzt mal wieder nichts sagen. Ja. Jetzt müsstet ihr es aber hören, oder? Jetzt ist ein bisschen. Jetzt ist ein bisschen lauter. Boah, das ist jetzt hier gerade so dunkel, weil das alles verkohlt ist. Nee, passt schon, alles gut, gibt's nicht, hör mal. Ja, passt, okay. Ich kann auch noch ein bisschen lauter machen, so ist es nicht. Ich weiß nur nicht, ob Patrick mittlerweile ein bisschen zu laut ist. I don't know, I don't know. Das ist immer eine Sache mit dem Ton, ey. Soll ich dir die Kombo jetzt von den Fischen geben oder willst du das machen? Soll ich runtergehen? Warte. Ja, kannst du machen, warte. So. Denk nur dran, dass du den Safe unten noch aufmachst dann, ne? Lolololol. Ja. So, dann sag mal. 2. 2. 4. Warte. Ich kann. Ah, jetzt. 2. 4. 4. 6. Ja. 1. Ja. 3. Ja. 5. Ja, ist auf. Guter Mann. Ein paar Federn und so drin. Man hört Patrick ohne C gut. Finde ich auch, passt jetzt gut. Perfekt. Dankeschön für eure Mithilfe. Ein Ding. So. Immer da, wenn du mich brauchst, aua. Ja. So, haben wir das hier einmal alles. Zack, zack. Na, die auf YouTube können jetzt hier gerade die Notiz eben lesen. Die muss ich jetzt nicht auch noch vorlesen, ist nichts Wichtiges. Jetzt können das nicht mehr lesen, jetzt ist weg. Hier ist ein Kackschloss. Ein Kackschloss, okay. Ein Kackschloss.
Das ist auch nicht wichtig, da, die Tagebuchseite. Guck mal, das ist meine Community, ja. Die freuen sich sogar darüber, helfen zu können. Hey, Skü. Hey, Skü. Alles klar bei dir? Ach ja. Da unten sind noch Pfeile, brauchen wir aber nicht. Du müsstest in das Gebäude nochmal gehen. Da Achtung, ist. Achtung. Szenenwechsel. Sorry, musste einfach sein. Die Fische bewegen sich jetzt alles. Hey, Skü. Hast du jetzt wieder angemacht, oder was? Ja, sehr. Ich wollte das auch mal anmachen. Okay, let's go. Nein, nicht let's go. Ich habe wieder Munition. Ja, nicht let's go, oder? Den Tresor machst du mal auf. Ja, mach ich doch. Deswegen gehe ich ja dahin. Mach jetzt den Tresor. Ich hab das Gefühl, hier waren wir schon mal. Wer weiß? Das werde ich dir nicht verraten. Nice. 17 Titan. Ich hoffe, ihr habt alle auch schon fleißig die neuen Folgen geguckt, die heute rauskamen und gestern, ne? Ja. Ihr Schlingel. Far Cry und God of War läuft jetzt. Ja, für Krü und God of War. Der Gute vom Krieg sozusagen. Ja. Der Gute vom vom ne? Ja, richtig, von nebenan. Sollen wir mal, haben wir hier irgendwie ein Auto? Good Neighbor. Wenn ich nicht. Good Neighbor. Nicht. Ich werde schon wieder gespottet. Ich weiß nur nicht von wem. Ja, dann gehe ich da mal von einer. Dir weg. Der steht da hinter dem. Oh, was macht er denn? Erwischt. Hab ich gesehen. One Shot. Oh. Oh no. Ach, jetzt habe ich einen Zivilisten getötet. Warum ernsthaft? Ballert er mich denn jetzt ab, Alter? Ich habe ihm geholfen und er ballert mich ab. Alter, kann er mal aufhören? Ich bin gleich down. Junge. Junge, jetzt bist du gleich wieder weggefetzt, ey. Ja, was soll ich machen? Hör mal, wenn die mich abknallen, soll ich sterben, statt die zu erschießen oder was? Hier ist noch einer, die alte, der. Gut. Als 1,5 Anführer bin ich gerade echt voll ausgelastet. Das kann ich mir vorstellen. Hier ist noch ein Viech, was abgeknallt ist. Ich wollte mal mit ihm hier reden. Wildhundhaut. Man erzählt sich, dass da vergrabene Schätze zu finden sind, aber die hier ist auch noch ein Viech. Leute, die da reingehen, kommen nie wieder raus. So, siehst du, ich habe nämlich noch eine Schatzsuche für uns gefunden. Ich baue dir ein Schloss. Oh, das war. Falsches Musikgenre. Ja, aber Fabian weiß, was der Hammer ist. Muss ja irgendwie gucken, dass ich lese das auch noch vor. Das könnte, das war überhaupt nicht auf mich bezogen, aber ich lese auch noch vor. Mandiana, du verwirrst mich. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo ein Auto finden. Echt? Ja, ich will keine 1000 Kilometer laufen. Alter, dieser Witz. Weißt du, was noch ein Hammer ist? Nee, sag. Ein Hammer. Ja. Ist ein Werkzeug. Super. Alter. Sind das Feinde? Weiß ich nicht. Ja, sind Feinde. Korrekt. Die eine ist down. Ja. Die andere steigt um. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt steigt sie nie wieder um. Nee, wir haben unser Auto. Ich will dir einen Schlüss. Komm, ich geh auch in den Beifahrersitz. Komm, du darfst fahren. Eingelegt. Okay, let's go. Alter, du rollst gerade weg, ne? Alter, du bist ja ein richtiges Arschkind. Ja, komm, setz dich auf den Beifahrersitz. Ja, ich hab's sabotiert. Tschüss. Das explodiert jetzt gleich. Ernsthaft? Ja. Let's go. Willst du wirklich da drin sitzen bleiben? Alter. Ach, du tötest schon wieder einen Zivilisten. Alter, was ist denn los mit dir? Mein Gott, ich brauch das Motorrad. Was soll ich machen? Warum? Du hast doch hier gar nichts an dem Teil gemacht. Das, okay, ist, so richtig, let's go. Das ist richtig fresh hier. Richtig freshy. Kommst du jetzt? Oh, fuck, das wollte ich gar nicht. Sorry. Ach, Junge, du hast dich auch nicht unter Kontrolle. Okay, let's go. Oh. Mit Stunt-Effekten, ja. Mit Rauchgranate. Rauchgranate, jo. Let's go.
Ich folge dir einfach mal. Mal gucken, ob ich dich wieder gegen Stein drängen kann. Ich bin viel zu Fast and Furious von dir. Für dich. Von dir. Ja, ich sehe das schon. Ich hab mich auch schon verlassen. Ups. Mal eben so ein Leoparden mitgenommen. Scheiße, ey. Es wird immer schlimmer. Oh. Partner wurde entdeckt. Oh nein. Ich bin im Tümpel gelandet. Warte auf mich. Was an Warte auf mich verstehst du nicht? Ja, ich muss den Wagen doch irgendwie hier aufhalten. Du musst gar nichts, du musst auf mich warten. Okay, let's go. Oh, hier ist ein Feind. Der pinkelt in die Wildnis. Jetzt nicht mehr. So. Der pinkelt nicht nochmal. Ne. Nie wieder pinkelt er. Ach, was willst du denn jetzt mit mitfahren? Was willst du denn mit dieser Riesenkarre jetzt? Ich will da hinfahren, wo wir hin müssen. Ich krieg das ja auch nicht auf, wenn ich ehrlich bin. Nein, soll ich mal gucken? Ja. Da kommt ein Auto. Alter, er ballert so richtig fett in die Karre da rein. Hm. So. Alter, geht's noch? Das sind Freunde. Lass sie jetzt in Ruhe. Box einfach mal. Komm, steig jetzt hier ein, komm. Du hast den Scheiß hier gebaut. Stress oder was? Alter. Du hast sie voll umgeballert. Den Lauf nach unten. Was, den Lauf nach unten, Junge? Willst du mir Befehle erteilen? Steig doch jetzt ein, Junge. Ach nicht, fuck, sorry, warte, ja. Nee, ich steig bei dir ein, warte. Okay. Ich bin das, sofort fertig. Das nennt man den Domino-Effekt, den ich gerade gemacht habe. Ach ja. Okay, gib Gas, warte. Jetzt gib Gas. Und tschüss. Jetzt sind sie gleich wieder down, ne? Nee. Ah, Junge, töte keine unschuldigen Zivilisten. Geil. Geil. Die haben gesagt, wir sollen hier Chaos stiften. Ach so, ja komm, machen wir so, jetzt. So, was geht ab? Hier ist Kratzer. Was ist das denn? Ich sehe nichts. Ich gehe mal hier hoch, vielleicht sehe ich was. Ja, die Ground, die hat eine eigene Line-Gruppe, Fabian. Seit kurzem. Oh. Wo ist denn hier Kratze? Haben sie sich vielleicht ein bisschen verarscht oder so? Nö. Die Karte sagt, hier ist... Boah, wir sind genau da. Nee, doch nicht. Sind wir nicht? Wir müssen dahin. Da, wo das Lager ist. Ich hatte die Karte nur zu groß aufgemacht. Da war das nicht einsehbar. Gibt's jetzt Theater oder wie sieht's aus? Denke ich. Schrottfarm. Oh, wir müssen Schrott sammeln. Das müssen wir wieder zusammen machen, weil das ist ein großes Terrain. Ein großes Terrain. Ich glaube, da ist ein Feind. Warte mal, da ist ein Feind. Kann es sein, dass wir irgendwo einfach mitten reingerannt sind? Wir sind zu Grace gelaufen. Aber ja, ich würde nicht abstreiten, dass wir in irgendwas reingelaufen sind. Alter, da oben ist ein Scharfschütze drauf. Ja, den schnappe ich mir. Zu spät. Die kriegt da oben einen halben Anfall. So, welcher... Ja, komm, verpiss dich hier. Junge! Junge! Alter, was ist das für eine Alte? Ich bin down. Nicht jetzt? Licht da unten. Neben ja. Der alten. Der Kratzer ist da.
May I help you, Sir? Gut gemacht, sagst du zu mir. Ja, gut gemacht, du Arschkind. So. Ich muss erstmal eben den Schrott sammeln. Ich habe einen Schrott, habe ich schon. Ich zeig dir gleich mal was. Oh, noch einen zweiten Schrott. Durch Zufall. So. Oh, dritter Schrott. Eieiei, was habe ich denn hier für eine Serie? Noch was? Jo. Ein Zettel. Ich habe es nochmal mit den Sägeblattwerfern versucht. Kann hier und da noch etwas ausgebessert werden, aber eigentlich bin ich schon recht zufrieden. Die Ladezeit ist kurz und die Sägen schießen schnell raus, aber vor allem ist es schwer daneben zu treffen, was gut ist mit meinen alten Augen. Ich kann schon wieder nichts looten. Nein? Nee. Das ist schlecht. Gewehrmunition. Hier ist ein Tresor. Ist full. Kommst du mal hier hin, bitte? Hier sind noch Teile. Ja, die habe ich da hinten. Boah, ich hänge mir da fest. Da drin, hier in dem Container, ist eine... Ein Tresor. Ah, korrekt, ich habe die ganzen Tresor. Dinger gefunden. Tresor. Hab die alte Blindschleiche getroffen. Die hat sich hier voll die Ungriff zusammengezimmert. Okay, das ist nicht im Ernst. Ernst. Alter, leck mich doch. Nee, was hast du denn da jetzt? Da dreht man dir einmal den Rücken zu. Du willst gar nicht wissen, was wieder passiert ist. Du willst es einfach nicht wissen. Dreh dich einfach mal um. Ja, ich hab's schon gesehen, da brennt wieder alles. Du fackelst ja den ganzen Hof ab. Aber warum? Ich hab gar nichts gemacht. Was gar nichts. Du hast eine Granate reingeworfen, oder was? Ich hab nur eine Bier getrunken. Nee, ein Molotow. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Und ich stand mittendrin. Ja, ich meine etwas. Ja. Und das für 18 Titan, Alter, die ich noch nicht mal gebrauchen kann. 18 Titan, jo. Wo sieht man überhaupt, wie viel Titan man hat? Titan. Im Menü, denke ich. Ach, Junge. Inventarios. Alter, ich habe 527 Titan. Warum sammle ich die Scheiße überhaupt noch? Ja. Schließe eine beliebige Expedition ab, plündere Trucks vom Highwayman, öffne Safes oder tausche Dior-Häute. Zur Herstellung von Waffen und Fahrzeugen. Ich rede mit Grace jetzt, okay? Okay. So, Grace. Oh, die da ist blind. Da vorne ist Geballer, ne? Grace ist blind. Da vorne ist Geballer, ne? Ja. Das ist eine Maskeneskalation. Masken. Ja, eine Masken-Exkalation. Exekution. Kaum wiederbelebt. War direkt auf einmal weggeballert, Alter. Die alte Schabracke. So, ihr kleinen Pimmel. Was machst du da jetzt wieder? Na, okay. Ich geh mal zum Kratzer. Kennst du das nicht? Spuren verwischen? Hm. Schon mal noch nie was von gehört? Ja. Dann zeig ich dir das jetzt mal. Nee, will ich gar nicht sehen. Let's go. Was ich nicht sehe, passiert nicht. Gut gemacht. So, ich rede jetzt mit dir, ja? Du bist dieser Fremde, hä? Ja, Patrick hat eine Brille. Das stimmt. Sind nicht sehr glücklich über dich. Der hat aber auch eine normale Brille, nicht eine Sonnenbrille. Höchste Zeit, dass die jungen Leute mal was unternehmen. Das ist korrekt. Ich bin Grace. Warte mal. Und wenn ich nicht bin, wie die Nacht. Leg's nicht drauf an. Ach, Junge. Wie kann die das sehen, dass ich anvisiere? Ja. Offiziell ist sie blind. Ja. Oh, ja, offiziell ist sie blind. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, Mann, ey. Sorry. Mann! Mann! Ach nein. Vielleicht schießt die auf Was? Dich. Vielleicht schießt. Die sieht mich doch noch nicht mal. Ja, die guckt jetzt auch weg. Die hat gar keinen Bock mehr auf dich. Hey, du. Danke dafür. Hey, du. Hör mir zu. Ich bin Grace. Und wenn ich nicht blind wäre wie die Nacht. Würde ich an deiner Seite kämpfen. Ich habe nicht mehr so viel Dampf wie früher, aber ich packe immer noch gerne mit an. Als mir klar wurde, dass ich nicht mehr so zielen und schießen kann wie früher, habe ich eine Waffe gebaut, bei der das egal ist. So gesehen hast du mich sogar dazu inspiriert. Wenn ich nicht so bescheiden wäre, würde ich sagen, das ist die beste Waffe in ganz Hope County. Das Problem ist nur, die Highwaymen haben sie mir geklaut und zum alten Bahngelände gebracht. Da horten sie den ganzen Kram, den sie den Leuten hier gestohlen haben. Es wird nicht leicht, aber glaub mir, die Belohnung ist das Risiko wert. Hol dir die Waffe
Klau die Vorräte zurück und mähe alle Hohlböhren nieder, die sich dir in den Weg stellen. Oh ja, das ist was für uns. Alter, bitte, hast du ein Scharfschützengewehr dabei? Ja. Bitte mach mal, visier mal an mit einem Scharfschützengewehr. Und mach mal immer Zoom rein und raus mit R3. Und hör dir mal das Geräusch an. Mit R3? Ich hab gar keinen Zoom da drauf. Echt nicht? Nein. Ach, schade. Dann ist langweilig. Okay. Okay, let's go. Warte, ich muss erst mal gucken, wohin let's go. Ah, dahin let's go. Ach Junge, ich bin noch in der Karte. Sorry. Jetzt gut. Hast du jetzt ausgedobt? Ja. Gut. Okay, Freunde, die Folge können wir beenden, weil sonst schaffen wir die nämlich gar nicht mehr. Wir müssen ja die Mission noch machen. Warte nochmal. Alter, wie weit müssen wir denn bitte gehen? Ja, ach. Warte. Ey. Was, ey? Bist du nicht drauf? Doch, bist du noch drauf, alles gut. Ich wollte nur gucken, ob du stehen bleibst. Ja, ich bin so kollegial, ich bleib stehen. Oh Junge, jetzt kommt das wieder. Vertrau mir. Ah, vertrau mir ist gut. Oh, hast du das gesehen? Boah. Vertrau mir einfach. Wir sind alle down, Alter. Oh. Jo. War knapp. Ich habe da einen schönen Weg gefunden, oder nicht? Auf jeden Fall. Irgendwann müssen wir nur nach rechts abbiegen. Soll ich mal machen? Komm, sag mal, Chat. Oh, warte mal. Ich will mit ihm reden. Ist das einer? Das ist ein Freund. Er rennt weg. Keine Ahnung, er hat deine Fahrkünste gesehen, aber bei ihm sofort vorbei. Sie ist ungefähr 1000 Jahre alt, aber sie schießt deine Moskito den Pimmel weg. Ach, wenn ja. sie dich mag, unterstützt sie dich vielleicht. Alter. Oh, Nana, die schießt dir den Moskito vom Pimmel weg, sagt er. Läuft ja. Ja. Das ist bestimmt die Blinde. Nee, die heißt nicht Nana. Die schießt dir nicht nur den Moskito weg. Nee. Schießt was sagt der Chat? Die schießt dir auch den Pimmel. Einmal ist Keimer oder was? Nee, das war's, glaube ich. Was denn? Ah, ich glaube, das war's. Ich glaube, den Rest müssen wir gleich zu Fuß gehen. Ach, wir kommen jetzt safe nicht hoch. Mit dir Fettsack oben drauf nicht. Ja, du hast auch den besten Weg ausgesucht, ne? Wenn ich mal ehrlich sein darf. Danke. Also, ich bin oben, du auch? Haltet ihr von einer Gesangs-Challenge? Nein. Du meinst jetzt, dass wir jeden Satz, den wir sagen, in dem Spiel singen müssen, oder was? Creator Zero, wo bist du denn? Ich bin auf der Spitze. Das hat man kaum gehört. Alter, wie bist du jetzt da rumgekommen? Ja, das willst du ja die nächsten 10 Minuten nicht reden, nur singen. Alter, was? Nee, ne? Oh, mein Freund, ich sehe Alter, Feinde. Alter, Fabian, bitte. So, die arme Milch im Kühlschrank. Ja, die wird sauer. Wo siehst du denn Feinde? Ich weiß es nicht. Ich sehe den Güterwagen nach. Ich sehe keine Feinde. Die werden noch früh genug kommen. Oh, bedrohliche Musik, das ist nicht gut. Oh. Da ist gerade ein Truck an mir vorbeigefahren. Ein Truck. Ah, bis jetzt hat Fabian die Challenge noch nicht gemacht. Der ist Ehrenmann, ja? Der macht die Challenge einfach nicht. Wenn du noch weiter drauf rumreitest, macht er sie direkt. Nein. Da hinten ist ein Feind. Ich schieße ihm in den Rücken. Oh, jetzt werde ich von überall gespottet, das ist nicht gut. Aber der ist down. Der eine ist out down hier. Oh, hier sind neben mir. Hier so ein Hund rumgerannt. Hier ist neben mir jemand, ist hier neben mir gespottet, also gekommen. Komm. An der rechten Seite bei dir kann gleich keiner mehr kommen, alles gut. Ja, hier brennt auch wieder alles. Was du das wieder? Nee. Zieh mal die Aufmerksamkeit auf dich.
Ich sehe kein Schwein hier, ne? Okay. Ich töte die Leute einfach. Was soll's machen? Alter, der Hund, der wurde mir noch nicht mal angezeigt. 2 Vorteilspunkte erreicht, wieso auch immer. Ja, die sehen mich alle, ich kill sie auch alle hier. Da ist einer. Ja, dann ist sie wieder so ein bisschen verkackt. Oh wow. Was denn? Ich hab durch 2 Weiber habe ich hier noch ein Fass zum Explodieren gebracht. Ja, das sieht alles ganz cool aus hier. Jo, legen sie ja erstmal alle zu mir hier. Ja, war alles unter Kontrolle. Also. Ja. Läuft hier. Ich höre noch irgendwo was, aber ich sehe nichts. Ich höre die Musik noch, aber. Ja, da kommt auch Nachschub, kommt da, glaube ich. Meinst du? Alter, da ist ein Bär. Mit denen kannst du halt. Oh, hier sind wieder 6 Sachen, die ich sammeln muss. Eieiei. Der ist down. Okay. Also auf, in deine Richtung kommt, glaube ich, auch einer. Alter, wer den Bär befreit, der ist echt geisteskrank. Oh. Der ist da. Einer wurde entdeckt. Okay, hier sind so ein paar Leute. Kommst du klar? Hier sind 3 Leute. 4, 5, 6, 7. Ich habe einen Container geöffnet. Wo kommt die, Alter, her? Boah. Lach nach. Bam. Und nochmal. Bam. Da kommt noch einer. Bam. Junge, von hinten oder was? Willst du den Sägeblattwerfer haben? Was war das denn wieder? Ich bin tot. Tot? Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Coming to rescue. Gefesselt, dass er den Button nicht kann. Was hast du denn hier wieder gemacht? Oh, du bist ein Arschloch für meine Augenhöhle. Wer bist du denn? Junge! Alter. Keiner Lackpfeil, Alter. Du bist ein Arschloch für meine Augenhöhle, sagt er zu mir. Ja. Wer denkt der, wer ist? Der Moment, wo man Jan im Gesicht sieht, dass er den Chat nachliest. Oh. Oder hab ich vielleicht. Was soll ich sagen, aber manchmal bin ich halt einfach ein bisschen hinterher. Oh. Oh nein, bin nein. Ich nicht ganz so up to date, ja. Oh, ich wäre da beinahe hochgekommen, scheiße. Achso, und du hast mich ja gefragt wegen Sägeblattwerfer, wo ist der nochmal? Der ist in dem, dem einen Truck. Ah, ja, der ist liegt der hier drin. Vorne, ne? Ja, in dem einen Truck ist der. Ich hole mal kurz, ich tausche mal gegen den alten. Wer sie jetzt fragt, was der Unterschied ist, das hier ist der V2, Version 2. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier hochkomme. Irgendwie komme ich da nicht hoch und ich verliere die ganze Zeit Leben. Und verlierst du Leben? Ja, woher soll ich das wissen? Komm nicht da hoch? Ich bin gleich down. Ich hab schon mal eins von den Dingern da geholt. Oh wow, jetzt bin ich drin. Ja, warte, ich komme auch. Ach, jemand hat den Bären rausgelassen. Ich nicht. Ich auch nicht. Dann einer von den Feinden oder so. Ja, wahrscheinlich. Ach Junge, du sollst einfach nur reingehen. So. Ach Junge, was ist das denn? Da drauf. So. Jetzt nochmal hier. Ach, schön. Wo bin ich? Das haben wir.
Muss noch in dieses eine Dingen da rein. Geil. Jetzt kriege ich wieder die Sachen aus dem Tresor nicht. Warum nicht? Weil du die zuerst genommen hast. Dann sind die weg. Ah, das ist natürlich doof. Ja. Egal. Hast du das dritte auch schon geholt? Nein, noch nicht. Ich bin jetzt gerade hier hinten erstmal noch. Da hinten noch unterwegs. Wir üben für Weihnachten 10 Minuten nur Gesangskommunikation. Nicht reden, nicht singen. Das ist wieder ausgerechnet der Konflikt. Das heißt für uns, wir dürfen nicht singen. Wir dürfen nur Gesang reden. Oh, wir das dürfen. Hört sich so scheiße an. Oh, mein Freund, das weiß ich. Ach, da ist er. Da ja. Ist ein Gefangenentransport. Du hörst dich immer so. Du musst eigentlich so lachen. Du hörst dich immer so an, als würdest du im Chor in einer Kirche sein. Ich weiß. Wäre mein Hauptberuf nicht Streamer, wäre ich vielleicht Opernsänger. Ah, yeah. Du darfst nicht normale Sachen sorgen. Wie soll ich denn Ojean sagen? Der Chat fragt schon, ob wir jetzt beten sollen. Es ist umso schwieriger, wenn ich den Chat noch mit zusätzlich vorlesen muss. Ich brauche noch Komponentas. Oh, hier sind Feinde. Ich habe gerade Komponenten gefunden. Ich weiß nur nicht mehr wo. Wo sind diese Feinde? Ich sehe sie nicht. Denn sie sind auch schon tot. Geile Scheiße. Ich glaube. Da ist eine Ausrüstungslieferung. Ich hole sie mir jetzt. Bin ihnen gefallen. Ich glaube, ich brauche noch Komponentas. Hier ist ein Feind. Jetzt nicht mehr. Da ist noch ein zweiter Feind. Noch immer. Sägeblattwerfer, du kommst zum Einsatz. So. Der Nachteil ist, dass der Chat genauso die Sachen mithören muss. Plünderung erfolgreich. So, du Lackaffe, wo bist du? Ich suche immer noch die Komponentas. Da oben ist deine Komponente. Sie wurde markiert. Hast du sie gefunden? Das war ich und das ist das Gebiet. Scheiße. Ich höre Ausrüstung. Lad die Flinte nach. Wir ballern dieses Ding ab. Bam. Bam. Geiler Scheiß. Ich werde gespottet. Ich sehe keinen. Das Beste ist, das kommt alles auf YouTube. Ich weiß. Was willst du, Junge? Stress oder was? Er sagt, es wäre ein Streifschuss, doch ich habe ihm ins Gesicht geboxt. Oh, das war wieder ein Zivilist. Ich wollte ihn wiederbeleben, doch er hat es nicht geschafft. Diana schreibt gerade, wenn er es nicht rausschneidet. Wir können es nicht rausschneiden, dafür dauert das zu lange. Ich finde diese komischen Komponentas nicht. Ich weiß auch nicht, wo sie sind. Komisch, dass man keine Kofferräume mehr aufmachen kann. Kofferräume. Ich habe echt keinen Plan, wo du deine restlichen Komponenten findest. Ich auch nicht. Hat jemand eigentlich auf die Uhr geguckt? Guten Tag, Mika. Herzlich willkommen im Stream.
glaube, ich gebe es auf mit den Komponentas. Ich weiß auch nicht, wo sie sind. Ich bin runtergefallen. Oh, hier, hier. Was meinst du? Ich verstehe dich nicht. Ich habe sie alle gefunden. Wir können gehen. Okay. Noch 3 Minuten, dann sind wir erlöst. Die Blinde ist uns hierhin gefolgt. Die Blinde, die kann doch sehen. Was war das denn? Tut mir leid, dein Zug war nicht der erste, der hier weggebombt wurde. Da ist noch ein altes Zugwrack auf der Brücke. Da gibt es immer noch gute... Na eben plündern. Ich komme sofort. Hilidi. Ich werde jetzt mit Grace reden. Hier ist ein Hund. Wo ist dieser Hund? Ich sehe diesen Hund nicht. Da ist noch eine Person. Grace will nicht mit mir reden. Grace Anatomy. So. Du hast gute Arbeit geleistet. Rede mit ihr. Noch 5 Minuten. Die haben sich mit 3 Minuten vertan. Wie gesagt, meine Augen sind nicht mehr, was sie mal waren. Du kannst sie vermutlich besser gebrauchen als ich. Nun zu den Vorräten, die du geholt hast. Investiere sie am besten in die Gemeinschaft. Die Leute in Prosperity machen aus allem, was du ihnen bringst, das Beste. Nicht eingeschlossen. Richtig gehört. Ich ziehe es endgültig nach Prosperity. Wenn du und deine Freunde Schießtraining brauchen, dann komm zu mir. Und pass gut auf. Wenn euch das interessiert, können wir auch gleich nach der Watchtime genau gucken. Weil ihr habt genau die gleiche Stundenanzahl. Grace möchte uns Schießtraining geben. Die Alte kann mich am Arsch lecken. Den ganzen Scheiß haben wir ehrlich von euch geklaut. Und jetzt wagt es einer, den Kram zurückzuklauen? Jetzt müssen wir wieder los und noch mehr von euch klauen. Aber dieses Mal werden wir nicht so nett sein. Du weißt schon, dass wir jetzt Folgenende haben. Happy Birthday. Okay, let's go. Lass es sein. Fabian schreibt gerade, das gefällt ihm sehr und er denkt, das könnte eine Tradition werden. Oh nein. Ich denke nicht. Der singende Streamer und der singende YouTuber. Singstars. Spaß. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Okay, let's go. Okidoki. Dann bedanke ich mich bei YouTube für diese wundervolle Reise. Das ist so bescheuert. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der Tag war wunderschön. Und tschüss.